Interaktive Videos können die Schülerinnen und Schüler zum Mitdenken und Reflektieren anregen. Hierzu wird zum Beispiel ein Video an geeigneten Stellen gestoppt und eine Interaktion als Overlay eingeblendet. Erst nach der Beendigung der Interaktivität wird das Video fortgesetzt. Die IQSH-Mediathek bietet die Möglichkeit, interaktive Videos zu erstellen. Als Lehrkraft verwenden wir hierfür den Zugang mit E-Mail-Authentifizierung. Wenn wir ein eigenes Video mit Interaktion versehen wollen, klicken wir auf Eigene Inhalte und Interaktion H5P. Dann suchen wir nach dem sogenannten Inhaltstyp Interactive Video, klicken auf Details und Benutzen. Wir vergeben einen Titel und laden unsere Videodatei hoch. Die meisten Lehrkräfte werden die in der Mediathek enthaltenen Videos für den Unterricht nutzen wollen. Wir suchen in unserem Beispiel nach einer Folge von Terra X, die das ZDF als Creative Commons Lizenz bereitstellt. Neben den Möglichkeiten des Abspielens, dem Download und dem Hinzufügen zu einer Medienliste können wir mit einem Klick auf das Plus-Symbol weitere Funktionen erreichen. Wir klicken auf die Schaltfläche Filmclips und ganz unten auf H5P. Dann klicken wir auf das Pluszeichen und vergeben einen eigenen Namen für unser interaktives Video. Wir klicken auf die Schaltfläche Interaktion hinzufügen. In dem Player starten wir das Video und stoppen es an einer geeigneten Stelle, um die Interaktion einzubauen. Im Beispiel verwenden wir eine einfache War-Falsch-Interaktion und klicken auf das entsprechende Symbol. Es erscheint ein neues Fenster, in welchem der Zeitstempel zum Stoppen angezeigt wird. Wir entscheiden uns dafür, dass das Video pausieren soll und die Interaktion als Pop-up erscheint. Nun geben wir den Titel, die War-Falsch-Frage und die korrekte Antwort ein. Zum Schluss klicken wir auf Done. Die Frage erscheint im Video und muss gegebenenfalls noch vergrößert und an die gewünschte Position gezogen werden. Danach können weitere Interaktionen eingebaut werden. Es gibt auch zahlreiche Verhaltenseinstellungen, die in dieser Kurzanleitung aber keinen Platz haben. Probieren Sie es einfach aus. Ganz wichtig ist das abschließende Speichern, welches Sie rechts oben finden. Sie finden Ihr interaktives Video unter Eigene Inhalte. Klicken Sie auf den entsprechenden Button. Das Ausklappmenü erscheint. Sie wählen Alle anzeigen.